Die Systeme reagieren wieder. Der Antivirus scheint zu funktionieren. Das Core-Netzwerk ist wieder unter unserer Kontrolle. Menschen, Sie stellen sich gegen mich? Inakzeptabel. Ich werde Sie vernichten. Die Zeit wird kommen. Ja, das sieht ja wunderschön animiert aus. Nicht? Ah, da haut er ab, der alte Babsack. Und gluck, 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 weg ist er. So ein Arsch. Ja, und damit wäre dann auch die... Ich meine, es war die dritte Mission geschafft. Wir investieren, oder ich investiere mal bei den Globals. Und weiter geht's. 2 Stunden Spielzeit. Unvorhergesehene Konsequenzen. Dann gehen wir zur Missionsübersicht. Beende die laufende Partie. Und wir steigen einfach noch in dieser Session... Nein, Endlosspiel wollen wir nicht machen. Das ist Blödsinn. Steigen wir einfach... Ja, es war die Mission 3 von Core. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich ins nächste Kapitel. Ja, richtig. Okay. Ja, dann begeben wir uns jetzt in die Kampagne Kapitel 3. Ins Auge des Sturms. Zur Mission 1. Es ist Zeit zu handeln. Die Organisation zählt auf deine Hilfe. Registriere kritische Normabweichung. Ja, das ist... Ja, okay. Kritische Normabweichung. Wer kennt sie nicht? Dann gucken wir doch mal, was denn diese kritische Normabweichung eigentlich genau ist. Und wir sind im Ladescreen. Und die planetare Rotation wird kalibriert. So, fertig geladen und Mission starten. Geht die Welt wieder einmal in Flammen auf. Wir haben die Zielkoordinaten erreicht. Also dann, werfen wir mal einen vorsichtigen Blick in die Höhle des Löwen. Auftauchen. Die Systeme registrieren Strahlung. Hier wurden Nuklearwaffen gezündet. Den Messdaten nach ist es nicht lange her. Wenn das Fader war, wissen wir nun, was uns erwartet. Ja, Atomwaffen bedeuten eigentlich für uns nur eines, und zwar, dass die Ökobilanz ziemlich scheiße sein wird hier. Ist diese Strahlendosis für Menschen extrem gesundheitsschädlich. Wenn wir diese Tatsache ignorieren, haben wir den Kampf jetzt schon verloren. Und da sind die ganzen Menschen draufgegangen. Auf feindlichem Terrain. Und da kommt das Schiffchen rausgetuckert. Müssen wir die Strahlung in den Griff kriegen, bevor wir uns mit Fader anlegen. Ich habe einen verlassenen Stützpunkt lokalisiert. Dort sollten wir unsere Basis aufschlagen. Was kann ich für Sie tun? Machen wir doch glatt. Da soll ich einfach mal hier irgendwo ansiedeln. Informationen für Siedlungsgründung verfügbar. Lade Basisbebauungsplan. Okay, also wir haben hier jetzt ein paar Auflagen bekommen. Wir müssen ein Stadtzentrum bauen. Wir brauchen 35 Arbeiterwohnungen, eine Eisenwerz, eine Kohlenmine, eine Eisenschmelze, eine Werkzeugfabrik und oder zwei Werkzeugfabriken und 2 Teeplantagen. Bedeutet also, wir müssen jetzt wohl oder übel mit den Ecos spielen, ob wir wollen oder nicht. Und
Wo bauen wir? Ja, wir müssen. Ist eigentlich egal, wo wir hinbauen. Setzen mal unser Kontor hier vorne hin. Und dann bauen wir einfach. Nein, wir bauen diese Siedlung nicht wieder auf. Wir bauen die neu. Und zwar bauen wir die jetzt so, wie ich das. Stillgelegte Betriebe registriert. Frühere okay. Produktion. Tee und Werkzeug. Empfehle Reaktivierung. Die Siedlung baut sich von alleine wieder auf. Das will ich aber nicht. Wir machen die alle Gut. platt. Ich brauche aktuelle Messdaten über die Kontaminierung der Inseln. Du kannst meinen Geigerzähler benutzen. Wir machen sie noch nicht alle platt, weil wir können nicht die ganzen Rohstoffe wieder aufnehmen. Ich will das nämlich so nicht haben. Da komme ich nachher nur wieder durcheinander und dann sieht es wieder aus wie hingekackt und hingeschissen. Gut deutsch gesagt. So, und zwar machen wir es so. Wir bauen immer solche 4 auf 2 Blocks. 4 auf 2 Blocks. Die wir einfach so hier hinsetzen. Und hier auch noch einen. Genau, dann machen wir die Häuser noch weg. Die machen wir noch alle platt. Und zwar können wir dann nämlich die Häuser, ja, wie will ich sie nennen? Die Häuser, die wir, nicht Häuser, Krankenhäuser, Casinos, diese Gebäude meine ich, die können wir einfach hier auf diese leere Flächen setzen und die decken dann immer auf beiden Seiten diese Blocks ab. Und das ist eigentlich so das Effektivste, was ich bis jetzt immer gebaut habe. Und es hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Jetzt habe ich da aus Versehen was hingesetzt. Das machen wir wieder weg. So, und hier unten reaktivieren wir, wie gewollt, reaktivieren wir hier die Fabriken. Registriere Energieknappheit. Energieknappheit, das auch noch. Da brauchen wir... Nein, ist nicht gefordert. Können wir also einfach... Ach, wir können Windräderchen bauen. Ach, wie süß. Ich weiß jetzt auch nicht, warum wir jetzt bei den Ecos sind. Es könnte sein. Und zwar hatte ich damals ja mit den Ecos gespielt, als ich das zweite Kapitel abgeschlossen habe. Und das kann sein, dass ich das jetzt nicht erkannt habe, dass wir jetzt nochmal mit den Tycoons gespielt haben und jetzt trotzdem immer noch auf Ecos steht. Wenn das so ist, ja... Haben wir halt Pech gehabt. Aber dann spielen wir jetzt eine Runde mit den Ecos. Sind ja auch keine schlimmen Kerle. Kohlemine, Eisenerzmine. Damit haben wir fast schon alles erfüllt, was wir machen sollen. Kohlemine steht immer noch auf 0. Warum auch immer. Ach, die wird nicht abgedeckt hier. Hätten wir das Markthaus lieber woanders hingesetzt. Und zwar hier, ja, da wie es eigentlich vorgesehen ist, ja. Machen wir das wieder weg, das brauchen wir nicht. Und das machen wir erstmal, nehmen wir aber nicht. Das ist ja die Eisenproduktion. Deckt das noch ab, müsste eigentlich alles gleich anlaufen, so wie es sich gehört. Was wir natürlich auch noch brauchen, sind Bauzellen. Und bei den Ecos ist es ja das Problem, dass hier alles einfach viel, viel umständlicher ist, viel uneffektiver. Deshalb, das war natürlich blöd. Hinten dran müssen die Felder noch und hier muss noch eine Straße Platz haben. Ach, wisst ihr was, wir machen das ist trotzdem einfach mal so. Wir ziehen hier eine Straße zum Markthaus. So. Müsste das eigentlich stimmen. Und da brauchen wir jetzt jeweils noch zwei Felder. Das war blöd, das sollte eigentlich nicht so. Das kommt so. Und das hier. Na, so. Sieht auch wieder ziemlich hässlich aus. Aber was soll's. Ja, jetzt ist Werkzeugproduktion, Bauzellenproduktion ist gesichert. Alles gesaved. Und jetzt brauchen wir nur eigentlich nur noch Tee. Noch ein paar schöne Teeplantagen hier irgendwo hin. Da oben sind ja noch welche. Die können wir gleich wieder nutzen.